das Schlagerspiel VfB gegen Bayern München stattfand. Unser Poldi zog mal mit zu Felde. Sacke, 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 Sacke! Vor dem großen Auftritt riskierten die 10- bis 12-jährigen Steppke schon mal eine kesse Lippe. Die Vorbereitung ohne Zweifel professionell, Anreise ins Trainingslager einen Tag vor dem Spiel. Beim Frühstück gaben sie sich noch gelassen. Später Ballgewöhnung beim Kegeln. Klappt noch nicht so recht, dem Kegelfreund stehen ob solchen Techniken die Haare zu Berge. Das runde Leder behandeln sie hoffentlich gefühlvoller im Spiel gegen den VfB Stuttgart. Glaubst du, dass sie stark sind? Ja, sehr. Aber ihr seid stärker? Ja. Bist du aufgeregt? Ja. In der Kabine stieg die Spannung spürbar. Den Gesichtern war es abzulesen. In Gedanken liefen sie schon auf den Rasen. Aufmerksame Zuhörer, letzte Anweisungen vom Trainer, los ging's. Samstag, 13.45 Uhr, Neckarstadion in Stuttgart. Die Mannschaften betreten das Spielfeld. Anpfiff. Wie kam diese Begegnung überhaupt zustande? Ja, das war also eine einmalige Gelegenheit für uns. Wir waren zu Besuch in Berlin und per Zufall habe ich also Christoph Daum dort getroffen und habe ihn angesprochen und spontan hat er mir gesagt, ich soll mich mit denen und den Leuten in Verbindung setzen. Und wir haben das also umgehend getan und wir sind heute hier, was wollen wir mehr? Recht hat er. Die erste Spielhälfte verlief sehr ausgeglichen. Mehrmals hatte die JSG den Führungstreffer auf dem Fuß, scheiterte jedoch, so wie hier Benjamin Hinz, in aussichtsreicher Position. Kurz vor der Pause mussten die A-Bergener doch noch das 0:1 hinnehmen. Da war der Torwart machtlos. Guido Buchwald staunte nicht schlecht. Zur Pause dann aufmunternde Worte von Motivationskünstler Klaus Augenthaler. Ja, ich auch. Einfach das mehr Tore schießen wie der Gegner. Hat leider auch nicht geholfen. Am Ende stand ein 0:4 zu Buche. Nach gutem Spiel etwas zu hoch verloren. Hat der FC Bayern heute neue Talente entdeckt? Ja, wir sind gerade angekommen, wir haben noch nicht viel gesehen, aber man kann in dem Alter schon ungefähr so sehen, wenn sie beim Fußball bleiben, das ist die große Gefahr damit. In der Pubertät, wenn sie in die Pubertät kommen, dass der eine oder andere mal doch eine andere Sportart entdeckt. Aber in dem Alter kann man schon erkennen, ob er ein Bewegungstalent hat und ob er eventuell Perspektiven nach oben hat. Wer weiß, vielleicht sind sie die Stars von morgen. Als Trostpflaster konnten die jungen Fans einen Sieg ihrer Bayern hier das 3:1 durch Ziege bejubeln. Auf Tuchfühlung mit ihren Idolen war die Niederlage schnell vergessen. Ein heiß begehrtes Autogramm von Lothar Matthäus sicher in der Tasche. So motiviert man die Kids, ne?